Der Europapark hat auf und es sieht wirklich sehr gut aus. Im Gegensatz zur normalen Zeit sind hier deutlich weniger Gäste. Das heißt mal ganz kurz und knapp, statt einer Stunde steht man wahrscheinlich nur noch eine halbe Stunde an bei so mancher Attraktion oder eine Dreiviertelstunde, wie ich die längste Wartezeit zumindest für mich hatte. Aber das ist natürlich je nach Tageszeit immer unterschiedlich. Stellenweise wirken diese Bilder jetzt hier und da etwas menschenleer. Aber das täuscht wirklich. Der Europapark ist sehr gut besucht und auch entsprechend alle Attraktionen laufen auf Hochtouren. Hier die Piraten von Batavia oder wie das heißt. Das ist ja, glaube ich, neu aufgebaut worden und macht durchaus seinen Spaß. Und ja, es läuft alles. Also alle Attraktionen sind wirklich sehr gut besetzt. Die Leute tragen alle Masken und halten sich wirklich zum größten Teil daran, würde ich auch sagen. Abstand ist natürlich immer so eine Sache, aber das ist natürlich immer eine individuelle Sache und situationsbedingt. Was natürlich jetzt sehr schön war, hier Anfang Juni war das herrlich schöne Wetter. Bei schönen 25 Grad und schönem blauen Himmel hat es doch wirklich sehr Spaß gemacht, im Europapark herumzulaufen. Und die Wartezeiten gingen eigentlich, wie schon einmal beschrieben vorhin. Also zwischen hier 40 Minuten war ich jetzt hier angestanden und zwischen maximal 45 Minuten für eine andere Attraktion. Andere war man dagegen sogar schon nur 10 Minuten durch, also das ist wirklich ganz gut. Insgesamt war ich wirklich tatsächlich mit dem Europa-Park-Besuch sehr zufrieden und es war für mich genau die richtige Besucherstärke. Ich hoffe nur, dass halt, es nicht noch weiter nach oben geht, weil dann macht es wirklich kaum noch Spaß. Denn wer will schon 2 Stunden für eine Attraktion anstehen? Ich zumindest nicht. Die Attraktionen laufen, wie gesagt, eigentlich soweit. Alle, also auch alle Indoor-Bereiche sind offen, nur einige Restaurants sind geschlossen. Also da ist dann entsprechend Pause in diesem Bereich. Allerdings einige wenige Restaurants sind auch auf. Da muss man sich zum Teil dann auch registrieren, dass man halt mit Adresse und so weiter und mit seiner Eintrittskarte, dass man jetzt da rein will und was essen will. Gut, ansonsten ja, kann man jetzt noch nicht mehr viel dazu sagen. Es hat sich gelohnt. Der Europapark macht nach wie vor Spaß, trotz des guten, knackigen Preises. Pandemiebedingt ist man natürlich wirklich froh, wenn man mal irgendwo wieder hingehen kann. Ja, da macht selbst solche kleinen Afrika-Touren wie hier wirklich Spaß. Da kann man sich mal kurz zurücklehnen, die Füße hochlegen und einfach mal in Ruhe auf dem Wasser sozusagen herumschippern. Das hat doch wirklich schön Spaß gemacht. Ich habe leider viel zu wenige Videoaufnahmen gemacht, aber zum Schluss zeige ich noch kurz eine kleine Achterbahn, die ich aufgenommen habe. Daher
Jetzt schon. Vielen Dank fürs Zusehen und auf Wiedersehen.